macht denn der Christoph da wieder? Eine Kamera mit einem riesen Teleobjektiv im Wald. Der will wohl Vögel filmen. Scheint aber gar nicht so einfach zu sein. Ah, eine Amsel. Und schubst ist sie wieder weg. Was kann man da bloß machen, um sie wieder vor die Linse zu kriegen? Pfeifen? Am besten genau wie die Amsel. Aber so richtig scheint Christoph das nicht hinzukriegen. Aber er hat mal von einem gehört, der seit seinem 5. Lebensjahr Vogelstimmen nachmacht. Nachbaut. Und der wohnt in Frankreich. Hier soll er wohnen. Eine Gegend mit vielen Vögeln. Das ist schon mal gut. Und einer hört sich ziemlich komisch an. Das ist Monsieur Morel. Der testet gerade eine neue Vogelpfeife. Bonjour. Und er erkennt natürlich sofort, dass es Christoph um die Amsel geht. Merle, bitte. Merle. Das heißt Amsel auf Französisch. Das ganze Haus ist vollgestopft mit Sachen. Und überall Vögel. Vögel, Vögel, Vögel. Und weil sich Herr Morel so gut auskennt, hat er auch gleich eine Idee, wie er Christoph helfen kann. Es geht los mit einer Bierbüchse. Die wird der Länge nach aufgeschnitten. Das solltet ihr auf keinen Fall nachmachen. Das Blech ist ganz scharf, da könnt ihr euch bös verletzen. Aus der Dose schneidet Monsieur Morel ein Stück Blech. Damit will er eine Amsel nachmachen. Er braucht auch noch einen Holzring. Und den klebt er auf das Blech. Wenn der Kleber trocken ist, dann schneidet er das überstehende Blech sorgfältig ab. Interessant, aber wie wird daraus ein Amselton? Wenn Luft durch ein kleines Loch muss, entsteht ein Pfeifton. Und deshalb muss jetzt in das Blech, in der Mitte, ein Loch. Und zwar genau in die Mitte. Da muss das Loch hin. Blech mit Loch auf Holzring. Und? Kann man damit schon pfeifen? Nee, im Moment noch nicht. Man braucht noch ein zweites Blech mit Loch auf Holzring. Und die müssen zusammengelegt werden. Ob das jetzt funktioniert? Nicht so besonders. Die Holzringe müssen nochmal abgeschliffen werden, damit sie genau aufeinander passen und keine Luft mehr dazwischen raus kann. Und auch die Löcher müssen perfekt übereinander liegen. Mal sehen, ob jetzt ein Ton rauskommt. Super! Es funktioniert! Damit daraus eine richtige Flöte wird und damit der Ton schöner klingt und lauter wird, will Monsieur Morel das kleine Pfeifenteil in eine Art Trichter einbauen. Deshalb fertigt er eine richtige technische Zeichnung an. Und die schickt er dann an eine Holzwerkstatt. Dort wird aus Holzklötzen der Trichter ausgeschnitten. Das nennt man auch Drechseln. Das macht Monsieur Buffot. Dann wird der Trichter innen ausgehöhlt. Die Vertiefung am dicken Ende ist für die eigentliche Pfeife. So, jetzt nur noch einmal von oben nach unten aufbohren. Klar, damit man da auch durchblasen kann. Und hier werden Holzringe abgeschnitten. Die braucht Monsieur Morel auch noch.
Jetzt hat er alles zusammen, was er für die neue Amselpfeife braucht. Das kleine Pfeifenteil mit den zwei Löchern hat Monsieur Morel ganz stabil in Metall anfertigen lassen. Ganz viele davon. Und damit es nicht rausfallen kann, wird der Holzring mit Klebstoff eingestrichen. Von oben aufgeklebt und richtig fest reingedrückt. Pfeifenkontrolle. Passt. Christoph will natürlich auch noch testen. Nicht nur pusten, auch die Luft reinziehen. Prima Teil. Genau wie all die anderen, die Monsieur Morel schon gebaut hat. Und das sind eine ganze Menge. Zum Beispiel die kleine Kohlmeisenpfeife. Oder die dickste von allen. Was das wohl ist? Taube. Taube, Turterelle. Oder die kurze Flöte. Klar, ein Kuckuck. Bei der quietscht innen ein Metallstift am Holz entlang. So singt die Nachtigall. Hört man aber ganz selten. Die funktioniert wie ein kleiner Blasebalg. Ein Grünspecht, lustig. Und die hier? Die klingt wie Sommer. Eine Feldlerche. Jetzt aber raus und draußen ausprobieren. Christoph ist ganz gespannt, ob das mit der Amselpfeife wirklich funktioniert. Na? Da. Hinten, in den Bäumen. Und wie das funktioniert. Klasse Amselpfeife ist das geworden. Ob das auch mit den anderen Pfeifen hinhaut? Ein richtiges Vogelkonzert. Für zwei Schräge und viele andere Vögel.